Das Service. Jo, wir sind mit Radl da. Jo, wir sind mit Radl da. Ein alter Spruch, der im ganzen Land bekannt ist. Doch damit man auch mal mit dem Radl da sein kann, muss man oft erstmal wohin, und zwar mit dem Auto. Ist das nicht das perfekte Wetter, um mit dem Mountainbike durch den Dreck zu fahren? Und für all diejenigen, die es sich ersparen wollen, nach so einer Tour eine Stunde lang den Innenraum zu reinigen, denen empfehle ich von Seat den Fahrradträger. Und diejenigen, die glauben, es sei kompliziert zu installieren, die irren. Ja, Mike, ganz genau. Eine Fahrradmontage am Dach ist tatsächlich keine Hexerei. Dieser wird mittels Sicherheitsclips auf dem Dachträger montiert und festgeschraubt. Wichtig dabei ist, dass der Träger auch wirklich fest sitzt. Hier darf nichts wackeln, denn bei einer eventuellen Vollbremsung könnten sich sonst Träger plus Fahrrad selbstständig machen. Anschließend kann man das Fahrrad im Träger am Dach verankern. Für unseren Kärntner Kraftlakel Mike eine leichte Aufgabe. Wer nicht über so viel Muckis verfügt, sollte die Montage zu zweit erledigen. Beim Montieren muss man auch immer die Montagerichtung beachten, damit auch garantiert nichts schief geht. Wenn man alles richtig macht, sind selbst Autobahngeschwindigkeiten und kurvige Landstraßen kein Problem. Einer ausgedehnten Radtour steht also nichts mehr im Weg. Da steht ein Mountainbike, da steht ein Mountainbike, und keiner weiß, wem das gehört. Hey, da steht ein Mountainbike, ja, da steht ein Mountainbike.